So, herzlich willkommen zurück zu einer, man hat es vielleicht schon am Titel gesehen, neuen Update-Folge zu meinem Setup. Ich habe jetzt endlich mal geupdatet auf Ubuntu 22.04 LTS. War das für dich wieder verbunden mit einem interessanten Weg? Ich hatte ja vorher, ne, ursprünglich hatte ich ja 2004 LTS und da hatte ich jetzt ja vor kurzem, weil ich ja neue Hardware hatte, ne, vor allen Dingen die neue Grafikkarte, die halt RDNA 2-Architektur hat, also eine neue Architektur. Die kannte Kubuntu 20 natürlich noch nicht, also 2004. Und dementsprechend hatte ich halt das Problem, dass ich halt keine grafische Ausgabe mehr hatte und musste dann über die Konsolenausgabe dann halt upgraden auf damals 2004. Und ja, hatte dann ein neues Kubuntu, was die Grafikkarte unterstützt hat. So, semi. Und ja, jetzt ist mir aber vor kurzem aufgefallen, dass ich sogar keine Updates mehr bekommen hatte, dass meine Updates immer nur so, weiß nicht, Google Chrome hat mal ein Update bekommen, dann haben so, weiß nicht, OBS vielleicht mal ein Update bekommen oder sowas, aber so die ganzen Systemkomponenten hatte ich nie wieder Updates. Ja, und jetzt, als ich abgegradet habe auf 22.04, ist mir auch aufgefallen, wieso. Naja, 21.04 war ja gar kein LTS-Release mehr, sondern ein normales Release. Sprich also, es hatte nur 5 Jahre, beziehungsweise im Falle von Kubuntu 3 Jahre, also keine 5 bzw. 3 Jahre Support wie eine LTS-Version, sprich also 36 Monate, sondern hatte nur 9 Monate Support. Das heißt, die Version, mit der ich jetzt die letzten Aufnahmen so gemacht habe, die war eigentlich schon seit Januar diesen Jahres quasi abgelaufen, also wurde nicht mehr supportet. Also ist mir nämlich jetzt auch bei dem Upgrade aufs LTS ein bisschen auf die Füße gefallen, weil als ich nämlich upgraden wollte auf die LTS-Version jetzt, hat er mir gesagt, nee du, lass mal nicht machen, nimm mal erstmal die letzte normale Version. Und er sagt nur so, letzte normale, ach ja. Ja, also muss ich erstmal auf 2110 upgraden, um dann auf die LTS-Version 2204 upzugraden. Hat alles wunderbar funktioniert. Von daher bin ich auch ganz froh drüber, dass das so reibungslos vonstatten ging. Und vor allen Dingen dadurch, dass er jetzt mittlerweile seit dem letzten, le ja, seit der letzten Version, die ich benutzt habe, so viel selbst vergangen ist, ja, wird mittlerweile auch die Grafikkarte richtig supported. Ne? Man hat ja jetzt, man hat ja letztens, als ich das letzte Video gemacht hatte, hat man hier gesehen, dass meine Grafikkarte zwar erkannt wurde, ne, die wurde ja auch unterstützt, wurde aber nur als ATI Navi 23 erkannt. Also, ne, der AMD-Grafiktreiber konnte damit zwar umgehen, wusste aber eigentlich nicht wirklich, was er damit macht. Ne? Jetzt mittlerweile geht das. Das heißt, wenn ich jetzt hier NeoFetch aufrufe, tada! Zeigt dir mal richtig an, ich habe eine 6600 TX. Sehr geil. Ja, also das funktioniert mittlerweile richtig gut. Mal ein bisschen größer machen hier. So. Ja. Meine Grafikkarte wird das. Naja. Ob jetzt voll unterstützt wird, weiß ich nicht. Aber sie wird zumindest von Ubuntu als solche erkannt. Wird also wesentlich besser unterstützt. Was mir dabei aufgefallen ist, zum Beispiel, hätte ich vielleicht offen lassen können, die Grafikfehler, die wir hatten in den Spielen. Also zum Beispiel diese bei ETS, kann ich mal ganz kurz zeigen hier. Nee, den wollen wir noch nicht spielen. Das, können wir das aufrufen? Nee, ich mache mal hier eine Record-Version. Ja. Ja, Wine hat sich natürlich auch aktualisiert. Ne? Also diverse Programme sind jetzt wesentlich aktueller. Mal viel fortsetzen. Achso, ist die falsche Kamera. Ist jetzt noch die große Kamera. Egal. Und ich bin auch im Bildschirmmodus, nicht im Fenstermodus. Ja, gut. Ja, die Grafikeffekte hier, die sind tatsächlich immer noch da. Von daher weiß ich jetzt mittlerweile nicht, woher die jetzt. Ne, ich dachte ja auch, dass die an den Grafikkartentreiber liegen. Sieht aber nicht so aus. Oh, ich sehe gerade, wie gesagt, ich bin gerade im Bildschirmmodus, nicht im Fenstermodus.
Deswegen nimmt er gerade nur mit ungefähr so 30 bis 40 Bilder pro Sekunde auf. Aber, voilà, das Navi funktioniert endlich. Yay, keine Grafikfehler mehr im Navi. Woo. Mal kurz hier. Das ist ja Katastrophe hier. So, erstmal F1. So, jetzt, genau. Dass man, während man F1 gedrückt hat, gar nichts machen kann. Ne? Und hier, jetzt sind ja auch keine Grafikfehler mehr. Also vielleicht kommen die Grafikfehler, die man beim Start und mal beim Talk hat, doch entweder durch das Spiel selber, wobei ich mir aber nicht vorstellen kann, vielleicht mit dem Spiel im Zusammenhang mit der Grafik, keine Ahnung, oder vielleicht doch online. So, ich stelle mal ganz kurz hier um auf Fenstermodus. Das bist du, genau. Jetzt gucken wir mal nochmal. Ja, das sieht auch schon wesentlich besser aus. Volle 60 FPS. Übrigens hat sich auch die Performance gebessert. Jetzt braucht er zum Capturen des Videosignals, zu dem hier, braucht er gerade mal noch 5 Millisekunden. Ne? So 4,2 bis 5,2 Millisekunden. Mit Tendenz zu 4. Das heißt, ich könnte, wenn ich im Fenstermodus bin, so wie ich ja jetzt gerade hier bin, also nicht mit XSHM aufnehme, sondern mit X-Compositing aufnehme, das meine ich mit Fenstermodus, ist ja Vollbild, könnte ich quasi bis zu 200 FPS aufnehmen. Das werden wir natürlich nicht machen, weil das YouTube eh nicht unterstützt. Ne? Bei YouTube ist nach wie vor die Grenze, die Obergrenze mit 60 FPS, von daher, ja, wie gesagt, und hier sieht man jetzt auch wunderschön, wie gesagt, das funktioniert wieder einwandfrei, man kann jetzt wieder alles erkennen. Das lag also wirklich daran, dass halt, wie gesagt, die Grafikkarte zwar von Ubuntu unterstützt wurde, aber nur im Rahmen dessen, was er halt kannte. Und da er die Grafikkarte, die neue, noch nicht wirklich perfekt kannte, waren da wohl manche API-Zugriffe falsch oder keine Ahnung was. Und jetzt, da er die Grafikkarte richtig unterstützt, ist auch das weg. Und das gleiche gilt übrigens auch in Mintos. Ne? Bei Mintos hatten wir die gleichen Grafikfehler. Können wir jetzt kurz hier. Genau. So. Weitere Aktionen, Vollbild, genau. Spiel hosten. So. Voilà. Keine Grafikglitches mehr. Hier bei den Icons. Die sehen jetzt auch aus, wie sie aussehen sollen. Ah, wenn ich irgendwelche Kisten öffne. Gut, sieht ihr nur so bedingt. Haben wir eine etwas vollere Kiste. Oh, hier zum Beispiel. Ne? Keine komischen Streifen mehr in den Icons. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir das bei den Kisten überhaupt hatten, aber halt bei dem Inventar hatten wir es ja gehabt, ne? Dass man hier Icons drin hatte, dass man dann ab und zu so eine. Also vor allen Dingen bei den Blöcken hat man es gesehen. Also bei sowas hier zum Beispiel. Da hat man es ganz deutlich gesehen, dass da dann irgendwelche Artefakten drin waren, wenn die so rotiert sind. Das ist jetzt weg. Das ist geil. Ja. Also, können wir jetzt auch fehlerfrei spielen. Was ich ganz schnieke finde. Genau, das dazu. Ansonsten hat sich halt overall die Performance halt gebessert, habe ich das Gefühl. Gerade jetzt im Zusammenhang mit der Aufnahme. Und das Schöne ist, jetzt für mich, das Audio-Subsystem bei Pulse Audio hat sich insofern geändert, im Zusammenspiel mit OBS, dass ich jetzt bei mir auch wieder mit meinen Bluetooth-Kopfhörern hören kann. Weil das Problem, was ich hatte, war, bei den Bluetooth-Kopfhörern, wenn ich die Lautstärke eingestellt hatte von den Bluetooth-Kopfhörern, also die laufen ja nicht auf 100%, sondern nur so auf, naja, 20-30%, je nachdem, wie laut der Content ist. Und wenn ich die aber runtergestellt habe auf 20-30%, dann hat auch OBS nur mit der Lautstärke 20-30% aufgenommen. Das ist jetzt entkoppelt worden. Das heißt, wenn ich bei meinen Kopfhörern sage, okay, bitte nur 20%, dann nimmt OBS trotzdem die volle Lautstärke auf. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr, weil deshalb hatte ich davor diesen Überblick, dass ich mit dem Analogkabel gearbeitet habe, damit ich quasi aus Ubuntu heraus sagen konnte, okay, gib 100% Lautstärke. Und dann konnte ich bei meinen Boxen mit dem klassischen Audioregler halt einstellen, wie laut denn die Lautstärke halt sein soll. Das muss ich jetzt nicht mehr machen. Das ist ganz vorteilhaft. Ansonsten
hat sich so viel sonst gar nicht geändert. Was sich halt verbessert hat, ist, wie gesagt, die Usability der Grafikkarte, die ist drastisch besser geworden. Zum Beispiel kann ich jetzt endlich vollwertig die Hardwarebeschleunigung testen. Ja, jetzt müsst ihr euch mal hier reinschnuckern. Wenn ich jetzt hier mache, also ich bin im Fenstermodus. So, ich arbeite jetzt hier mal mit. Ich habe mal was vorbereitet. Ja. Ich habe hier so zwei Videos, ja, wie man hier schon sieht. 4320p, also 8K. Einmal eins mit AV1 Codec, dem ganzen neuen Codec, mit 30 FPS und dem klassischen VP9 Codecs, also der noch Standard Codec von YouTube. Videos, die ja sehr viel abgerufen werden, also die paar Millionen Views haben oder ein paar hunderttausend Views haben, die werden ja auch im AV1 Codec konvertiert. Aber so die normalen Videos, die große Masse, sage ich jetzt mal, die nutzt ja immer noch die VP9 Codec. Das heißt, mit den beiden Codecs hat man es bei YouTube noch zu tun. Und die beide kann ich jetzt auch hardware beschleunigt wiedergeben in 8K. Ne, normalerweise, wenn ich jetzt die Video wiedergebe, dann. Mal gucken, ich mal kurz hier Federfenstermodus, damit man es vielleicht besser sieht. Hier sieht man nicht, danke dafür. MPV Media Player. Sieht man das jetzt? Ach, OBS. Kannst du bitte mein MPV-Fenster erkennen? Eigenschaften. Nein, das ist das falsche Fenster. Ja, hier sieht man meinen wunderschönen Ping von 600. Sehr geil. Aber ich wollte eigentlich den MPV haben. Dich. Genau. So. Wenn ich jetzt schließe und ich jetzt mit MPV öffne. Ah, geht doch. So. Warte kurz. So. So, jetzt hat man hier, ne, habe ich ein Video. Was? So. 8K native Auflösung mit 60 FPS pro Sekunde. Kann ich natürlich über die CPU problemlos wiedergeben. Ne? Meine CPU hat da gerade mal eine Auslastung von so 16, 10 bis 16%. Ja, ich kann also sogar auf doppelte Geschwindigkeit gehen ohne Probleme. Ja gut, bei OBS fängt das jetzt hier an zu stockern. Also mit OBS kann ich es nicht. Aber wenn ich das Video so lokal einfach angucke, ohne dabei eine Aufnahme laufen zu haben, dann kann ich halt doppelte Geschwindigkeit problemlos wiedergeben. Bei der vierfachen Geschwindigkeit wird es aber schon problematisch. Also 240. Ja, genau, 240 FPS mit 4K kriegt er nicht hin über die CPU. Wobei man jetzt, das ist natürlich auch einfach eine Datenrate, die apostrophisch hoch ist. Ach, und schon spackt hier. Warum hat OBS so ein Problem damit, meine Fenster zu erkennen? I have no idea, what the fuck is going on. Da, du Huso. So, genau, da waren wir. So. Und jetzt gebe ich das Ganze ja über die Software-Dekodierung wieder. Ich mache hier ein bisschen Ton aus, damit man mich besser hört. Ich habe hier diese Software-Dekodierung. Und ich kann jetzt aber auch mit dem Update, kann ich auch die Hardware-Encodierung einschalten. Jetzt habe ich den Hardware-Encoder an mit VA-API. Und das Ganze läuft so leider nicht mit 8K 60 FPS. Da sieht man schon, da stockert der ein bisschen. Ich meine, gut, bei OBS stockert der sowieso, keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt runtergehe auf halbe Abspielgeschwindigkeit, so, jetzt bin ich auf halbe Abspielgeschwindigkeit, da sieht man, das schafft er problemlos. Gut, bei der Aufnahme flackert der hier beim Bild ein bisschen. Kriegt er wohl nicht so gut hin. Aber wie gesagt, Hardware-Dekodierung 8K mit 30 Bildern pro Sekunde, kein Problem. Also die 8K Blu-rays können kommen. Und das Ganze mit AV1 Codec sieht genauso gut aus. Außer bei OBS, wo ich wieder das Fenster nicht erkennt. Ich fick deine Oma ins Koma. So. Machen wir einfach mal so hier. So, machen wir das hier an. Voilà. Ne? Noch sieht man hier, ist über Software-Dekodierung, libDAV1D. Ne? Schafft meine CPU natürlich problemlos.
Wobei, bei den AV1-Codec ist ja schon ganz schön am Struggeln. Ne? Der AV1-Codec ist halt sehr ressourcenhungrig. Das heißt, hier die 8K mit 30 FPS, da ist mein Rechner schon normalerweise zum Viertel ausgelastet, also so 30% ungefähr. Jetzt mit der Aufnahme gleichzeitig auch noch nebenbei ist er schon zur Hälfte ausgelastet. Aber auch hier kann ich dir sagen, hat wir die Codierung einschalten. Ja, hier HV-Codec, VA-API und er kann es trotzdem problemlos wiedergeben. Das ist alles, was ich jemals wollte. Ja? Das heißt, die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte funktioniert jetzt auch einwandfrei. Was halt so semi-geil ist. Encodierung konnte ich noch nicht probieren. Ne? Ich habe noch nichts encodiert. Aber wenn die Hardware-Dekodierung funktioniert, dann, ne, warum sollte denn die Dekodierung, andersrum. Wenn die Dekodierung klappt, wieso sollte die Encodierung nicht klappen? Aber wie gesagt, mit OBS, mit der Hardware-Encodierung bin ich mit den Einstellmöglichkeiten sowieso nicht so zufrieden. Von daher würde ich bei OBS sowieso eher Software-Dekodierung nehmen. Encodierung. Und andere Sachen, die ich so encodiere, habe ich eh nicht, weil alles, was ich so mit FFmpeg oder ähnliches mache, wenn ich Videos transkodiere, das werde ich sowieso immer über CPU laufen lassen. Von daher ist die das ganze Software-Dekodierung sowieso eher mein Steckenpferd. Und die Hardware-Dekodierung und Encodierung mache ich eher so zum Rumspielen, zum Testen. Und because I can. Ja. So, ansonsten, ja, das soweit zu einem Update. Ansonsten bei Kubuntu selber hat sich halt jetzt nicht so viel geändert. Also das Startmenü sieht ein bisschen anders aus. Das habe ich auch schon eingeschalten. Normalerweise ist das jetzt hier so. Ja. Da hat man jetzt hier so eine komische Kechelansicht, standardmäßig. Wie man aber sieht, kann man es hier auch schon einstellen. Achso, ich sehe gerade gar nichts. Das ist sehr witzig. Hahaha. da. So, genau. Also, Startmenü hat sich ein bisschen geändert. Das sieht standardmäßig so hier aus. Ja. Hat mir jetzt diese komische Kechel-Ansicht und auch das Gesamtlayout hat sich ein bisschen geändert. Aber schön ist, man kann es halt einstellen. Kann man wieder auf Liste. Bap. Und jetzt habe ich es wieder etwas gewohnt. Da sieht immer noch ein bisschen anders aus, aber zumindest so die Grundstruktur ist schon mal ähnlich. Das soweit zu dem Update als solches. Genau. So. Gibt es noch was zu erklären? Ich überlege gerade. Nö. Eigentlich soweit nicht. Gut, dann werde ich dann danach dann mal wieder ein paar Testaufnahmen nochmal machen mit Mindtest und ETS 2 und dies, das, Ananas. Beziehungsweise ich kann einfach die klassischen Let's Plays, also die Test-Let's Plays fortsetzen. Mache ich das am dümmsten. Ja. Da können wir auch gleich mal meine Audioaufnahme testen, ob da immer noch alles so mit dem Pegel vor allen Dingen jetzt klappt. Jetzt, wo er ja die Audiodaten alles abgreift. Das Schöne ist, dass ich kann endlich mit Bluetooth hören. Ja? Schön Stereo, ohne dass ich irgendwie durch die selten genutzten Kontakte da diverses Knistern und Rauschen habe. Ja, das hast du halt, weil ich so privat halt immer mit Bluetooth höre und dementsprechend die Audiokabel so selten verwende, dass halt die Kontakte mittlerweile ein bisschen dreckig sind, korrodiert sind und alles sind. Ne? Gut, das soll es dazu erstmal gewesen sein zu dem Update. Das heißt, das Ganze mit dem Aufnehmen von den Spielen an sich wird jetzt letztendlich noch besser laufen. Vor allen Dingen, wie gesagt, weil die Programme keine Grafikfehler mehr haben bei 4K. Und damit wir den vollen Genuss der Spiele auskosten können. Ah. Meine Kamera überlichtet schon wieder ganz schön. Ist tatsächlich da eigentlich was geändert? Kann ich jetzt eigentlich bei der Kamera mittlerweile. Mal kurz. Quick Video for Linux, Testutil. Hat sich irgendwas geändert? Du bist ja die Kamera 1. So. Nö, jetzt auch noch alles gleich. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Jutchen. Ja, dann soll das mit dem erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns vor. Zu unserem Test-Let's-Play dann wieder. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen Mindtest aufnehmen.
Und dann im Anschluss wieder ETS aufnehmen. Mal gucken, heute vielleicht noch ein bisschen Mindtest, so 4 Folgen vielleicht. Und dann morgen, also heute ist Samstag, der 30. April, nur damit ihr so Zeitkontext habt. Und dann werde ich dann wahrscheinlich dann morgen den ETS wieder aufnehmen. So werden wir das wahrscheinlich machen. Von daher, ja, bis dann.